Herzlich willkommen, liebe GC-Fans, hier zum Auswärtsspiel. Florian Hotscha einsteht zu weit weg vom Spieler. Jetzt Lugano auf der rechten Seite, höhe 16er, läuft Richtung 16er. Ist jetzt im 16er, in der Ausserhalb. Bringt den Ball auf die Mitte. Schiller, oh, kommt auf den Ball. Aber dort Justin Hammel ohne Problem kann er da so einen halb abgelenkten feinen Schuss parieren. Kann man dem nicht wirklich sagen, aber einfach aus der Luft pflücken. So. Der Bölle wird in die Mitte gechippt, dort springt der Lugano-Spieler auf. Aber der Justin Hammel kann sich dann da den Bölle aus der Luft pflücken und läuft da jetzt über die linke Seite. Abels. Ja, dann spielt man den Bölle wieder zu weit für. Aber Achtung! Dort ist der Momo jetzt. Ja. Ja, zieht ab, aber kommt er nicht an den Seipilaten abprallen und dann kann er den Bölle irgendwie nachfassen. Ja, nicht schlecht gemacht, hat es versucht, allerdings dann zu wenig Pupf hinter den Böllen gebracht, allerdings eine einigermaßen gefährliche Situation von Francis Momo in der 55. Minute. Ja, leider hat zu zentral auf den Goalie. Aber erste gute Möglichkeit. Pascotz jetzt da mit dem Ball schön in den Lauf führen. Auf den Babunski. Babunski ganz allein. Schuss, Babunski schießt, aber dann irgendwie 5 Meter am Goal vorbei. Aber und dort hat dann wäre mal im Offside. Wäre nicht, ja. Wow. Oh, wow, guter Seelen allein, ja, und spielt was macht er links am Goal vorbei. Nein, ja, viel gut, hätte auch einer noch mitlaufen können. Absolut. Aber ich glaube, sie sind alle ein bisschen überrascht gewesen. Ja, nein, da nochmal ein Luganesi dazwischen. Und der Moment ist vorbei.